Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Nachdem vor einer Weile schon mal ein Kunsträtsel hier online gegangen ist und das relativ gut bei euch ankam, habe ich mir gedacht, wir machen das Ganze nochmal, beziehungsweise einen zweiten Teil davon und schauen uns dieses Mal aber nicht Vopsvedakunst an, sondern Kunst, die irgendwie mit der Kunsthalle in Bremen zu tun hat. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich habe euch jeweils 5 Hinweise mitgebracht pro Abschnitt bzw. pro Rätsel. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran zu raten. Danach bekommt ihr jeweils 10 Sekunden Zeit, um nochmal kurz drüber nachzudenken. Es gibt natürlich auch ein Bildbeispiel bzw. einen Bildtipp zusätzlich. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Genau, im Unterschied zu der letzten Ausgabe habe ich euch dieses Mal 2 Rätsel zu Gemälden mitgebracht und ein Rätsel zu einem Künstler. Und das erste Rätsel dreht sich direkt um ein Gemälde. Wir suchen also jetzt nicht unbedingt einen Künstler, sondern ein ganz konkretes Gemälde. Wie gesagt, es hat mit der Kunsthalle in Bremen zu tun. Das ist schon mal quasi der erste Tipp für all diese Rätsel. Und dann starten wir mal mit den anderen Tipps. Das Motiv ist eine Landschaft im provenzalischen Juni. Zu sehen ist auf dem Bild ein sommerliches Feld mit viel Grün und Rot. Beim Ankauf 1911 kostete das Bild 30.000 Mark. Heute wäre es wohl sehr viel mehr wert. Karl Winden war gar nicht erfreut darüber, dass das Bild nun in Bremen hing und initiierte als Antwort darauf den Protest deutscher Künstler, wodurch der Bremer Künstlerstreit ausgelöst wurde. Das Gemälde war 2020 auf einer Briefmarke der Deutschen Post AG zu sehen. Und dann habe ich hier noch ein Selbstporträt des Malers für euch. Damit erkennen bestimmt schon viele, um wen es sich hier handelt. Und hier habe ich nochmal alle Hinweise für euch auf einen Blick. Die lasse ich nochmal kurz einfach hier stehen. Gebt euch 10 Sekunden Zeit, um nochmal kurz drüber nachzudenken und dann kommt die Auflösung. Gesucht wurde das Mondfeld von Vincent van Gogh. Das Bild wurde 1889 von ihm fertiggestellt und zeigt ein Mondfeld in Saint-Rémy de Provence. Saint-Rémy ist wahrscheinlich relativ vielen bekannt, die sich mit Van Gogh ein bisschen mehr beschäftigt haben. Und zwar war er dort in einer psychiatrischen Anstalt. Und nachdem Vincent van Gogh eine Weile nur drin und nur auf seinem Zimmer war, konnte er dann auch irgendwann wieder rausgehen und sich um diese Anstalt herum bewegen. Und tatsächlich ist dieses Mondfeld eines der ersten Bilder, die dabei entstanden. Und tatsächlich ist es so, dass man bei diesem Bild links in der Ecke diese Mauer und dieses Gebäude sieht. Und das gehört tatsächlich zu dieser psychiatrischen Anstalt, in der Van Gogh sich damals aufhielt. Falls ihr im Hintergrund Katzengejammer hört, das ist Penrose, der möchte auch was erzählen dazu scheinbar. Das Bild kam 1911 in die Bremer Kunsthalle und zwar nachdem der Direktor Gustav Pauli das Bild gekauft hatte. Das löste tatsächlich den sogenannten Bremer Künstlerstreit aus. Der ist eigentlich nochmal ein ganz eigenes Video wert. Aber grob umrissen ging es darum, dass ausgehend von Karl Winn, den wir schon ein bisschen aus Vopsvede kennen, ein Artikel erschien in den Bremer Nachrichten, und zwar im Januar 1911, in dem er sich dagegen stellte, dass immer mehr französische Kunst gekauft wurde für die Kunsthalle. Und dann im April wurde unter dem Titel »Ein protestdeutscher Künstler« ein 80-seitiges Pamphlet oder eine Broschüre von Winn veröffentlicht, die auch viele andere Künstlerinnen und Künstler unterschrieben. Und in dieser Broschüre wurde gefordert, dass man sich mehr auf deutsche Kunst konzentrieren sollte und nicht so viel französische Kunst im Besonderen ankaufen sollte. Im Juni 1911 erschien dann wiederum eine Antwortschrift, in der viele Künstlerinnen und Künstler, insgesamt 47, und 28
Galerieleiter, SchriftstellerInnen und Kunsthändlerinnen genau dagegen argumentierten. Das wurde letztendlich in ganz Deutschland thematisiert und zog ein bisschen weitere Kreise noch. Aber Auslöser war tatsächlich der Ankauf des Mondfeldes für die Kunsthalle in Bremen. Aber wie gesagt, um das Ganze nochmal ausführlicher zu besprechen, mache ich, glaube ich, nochmal ein eigenes Video dazu. Das würde ich jetzt so weit führen. Okay, weiter geht's mit dem zweiten Rätsel. In diesem Falle suche ich nach einem Künstler und die Hinweise sind folgende. Sein Familienbesitz befand sich direkt neben dem Brandenburger Tor. Auch heute noch trägt das Gebäude den Namen. Anlässlich der Weltausstellung 1889 in Paris wurde ihm eine Ehrenmedaille verliehen und er wurde in die Société des Beaux-Arts aufgenommen. Die Aufnahme in die Ehrenlegion lehnte er ab. 1896 nahm er sie dann doch an und wurde Ritter der Ehrenlegion. Der Maler war Präsident der Berliner Sezession und der Preußischen Akademie der Künste. Der gesuchte Künstler gilt als bedeutendster Vertreter des deutschen Impressionismus. Auch Albert Einstein gratulierte ihm zum Geburtstag. Und dann habe ich hier noch ein Zitat für euch, und zwar der berühmte Ausspruch, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, stammt von diesem Künstler. Ich werde nicht versuchen, das auf Berlinerisch zu sagen, denn mein Berliner Akzent ist quasi nicht existent. Aber dieser sehr berühmte Ausspruch, der in vielen anderen Kontexten inzwischen ja auch zitiert wird, stammt tatsächlich von diesem Künstler. Und gesagt hat er diesen am 30. Januar 1933, also am Tag der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, und zwar als ein Fackelzug vor seinem Haus am Pariser Platz entlang zog. Hier auf dem Bild seht ihr auch das Brandenburger Tor und rechts daneben das entsprechende Gebäude, um das es hier geht. Dann habe ich hier noch einen Gemäldetipp für euch. Und dieses Gemälde hängt auch in der Kunsthalle Bremen. Das ist die Verbindung zu Bremen. Hier habe ich nochmal alle Hinweise für euch auf einen Blick. Wie eben auch lasse ich die 10 Sekunden hier stehen. Da könnt ihr nochmal nachdenken. Falls ihr noch mehr Zeit braucht, stoppt einfach kurz das Video. Gesucht wurde Max Liebermann, hier zu sehen auf einem Selbstporträt, was er 1916 gemalt hat und was auch in der Kunsthalle in Bremen hängt. Max Liebermann wurde in Berlin geboren und starb auch schließlich in Berlin und tatsächlich hat er auch die meiste Zeit seines Lebens dort verbracht. Allerdings immer wieder unterbrochen von Reisen, vor allem in die Niederlande oder auch nach Paris. Oder zum Beispiel auch nach Italien, aber gerade in den Niederlanden war er relativ viel. Und das Bild, was ich euch erst gezeigt habe, ist die sogenannte Papageienallee. Die hängt, wie gesagt, inzwischen auch in der Kunsthalle in Bremen. Und erste Vorstudien für dieses Gemälde entstanden im Amsterdamer Zoo. Und dann habe ich ja noch diesen Ausspruch bzw. dieses Zitat von ihm aufgenommen. Tatsächlich wusste ich selbst auch lange nicht, dass das ein Zitat von Max Liebermann ist. Ich kannte zwar diesen Ausspruch, aber nicht, dass es von Max Liebermann ist. Und fand das ganz interessant, dass es von diesem Künstler so ins allgemeine Bewusstsein quasi oder in diesen allgemeinen Wortschatz quasi übergegangen ist. Das fand ich ganz interessant. Max Liebermann stammte aus einer jüdischen Familie und hatte entsprechend auch große Probleme mit den Nationalsozialisten. Er war Präsident der Akademie der Künste und in Berlin ein sehr bekannter und geschätzter Künstler, bis dann die Nationalsozialisten die Macht übernahmen und er davon naheliegenderweise auch betroffen war. Es war dann tatsächlich so, dass er sich sehr zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit und wie ihr vielleicht gesehen habt, ist er dann 1935 auch gestorben und hat insofern nur die Anfänge der Nationalsozialisten miterlebt selber. Allerdings ist es so, dass seine Frau Martha Liebermann ihn überlebt hat und erstmal in Berlin geblieben ist, obwohl es einige Versuche gab, sie in die Schweiz zu holen.
Die haben allerdings alle nicht funktioniert, weil das Regime sie nicht hat ausreisen lassen. Und 1943 sollte sie tatsächlich deportiert werden und hat sich daraufhin selbst das Leben genommen. Auch über Max Liebermann könnte man noch sehr, sehr viel mehr erzählen. Der hatte ein sehr spannendes Leben und hat tolle Kunstwerke geschaffen. Für dieses Rätsel lasse ich es dabei. Es soll ja vor allem ums Rätsel gehen. Aber schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr zu Max Liebermann auch noch mal ein ausführlicheres Video sehen möchtet. Das kann ich euch sehr gerne machen und euch dann auch noch viel mehr Kunst zeigen von ihm. Okay, weiter geht's. Und zwar für das dritte Rätsel suche ich wieder ein konkretes Gemälde und nicht nur eine Künstlerin oder einen Künstler. Und die Hinweise lauten wie folgt. Der Maler war gut mit Pierre-Auguste Renoir befreundet. Die beiden kannten sich schon lange, bevor sie bekannt wurden. Das Gemälde wurde im Pariser Salon 1866 ausgestellt. Eigentlich wollte der Maler dort ein anderes Gemälde ausstellen. Es wurde nicht fertig und deswegen malte er innerhalb von 4 Tagen dieses, um das es heute geht. Es zeigt eine elegante Frau gekleidet in der damals aktuellen Mode Paris. Das Bild ist ein Ganzfigurenporträt, ein Tabubruch, da die Abgebildete nicht adelig war. Und dann habe ich hier noch ein Selbstporträt des Malers für euch mitgebracht. Und auch hier nochmal alle Hinweise auf einen Blick. Wie immer, 10 Sekunden Zeit. Wer mehr braucht, einfach kurz Stopp machen. Und danach kommt die Auflösung. Gesucht wurde das Gemälde Camille von Claude Monet. Das wird auch manchmal Dame im grünen Kleid genannt. Und Monet malte hier 1866, wie gesagt, in sehr, sehr kurzer Zeit, seine spätere Frau Camille Doncieux. Und zwar als modische, moderne Pariserin. Ganz ausdrücklich war es hier nicht ein Porträt von Camille als Person, was gemalt werden sollte, sondern es war wirklich dieses Porträt dieser modernen Pariserin. Und genau deswegen sieht man auch von Camille nicht so viel in dem Sinne Persönliches, sondern es geht mehr um das Kleid und das Auftreten. Zu dieser Zeit war es noch so, dass diese Ganzfigurenporträts adeligen Menschen und Königinnen bzw. Königen vorbehalten war. Insofern war es tatsächlich ein Tabubruch, dass Monet seine Freundin, spätere Frau, so darstellte. Trotzdem hat es beim Salon 1866 in Paris sehr viel Zuspruch für dieses Bild gegeben. Nach Bremen kam das Bild 1906, nachdem auch hier Gustav Pauli, wie schon bei dem Mohnfeld, das Bild angekauft hatte. Und tatsächlich zeigte sich auch hier schon, auch wenn es ein bisschen vor dem Mohnfeld war, dass es einige Menschen in Bremen gab, die das nicht so toll fanden, dass dieser Monet dann in die Kunsthalle kam. Und auch hier regte sich schon Widerstand. Der war nur nicht so groß und nicht so ausgeprägt wie dann später beim Mohnfeld. Aber in gewisser Weise könnte man sagen, dass der Bremer Künstlerstreit hier schon ein bisschen brodelte, aber halt noch nicht ausgebrochen ist. Das passierte dann erst mit dem Mohnfeld. Auch über Monet kann man natürlich noch jede Menge erzählen. Er wurde 1840 in Paris geboren und starb dann 1926 in Giverny, ebenfalls in Frankreich, in der Nähe von Paris, wo er dann diesen berühmten Garten, den man hier auch auf diesem Bild sieht, anlegte und dort ja sehr viel malte. Noch einmal ganz kurz zu diesem Gemälde, was eigentlich bei dem Salon ausgestellt werden sollte. Dabei handelt es sich um das Gemälde Frühstück im Grün. Dieses Gemälde blieb tatsächlich unvollendet. Eigentlich sollte es, wie gesagt, 1866 beim Salon ausgestellt werden. Monet war aber klar, beziehungsweise wurde dann sehr schnell klar, dass er das nicht schaffen würde und deswegen hat er das Camille-Bild gemalt. Tatsächlich blieb das Gemälde dann unvollendet und wurde später sehr schwer beschädigt. Und heute sind nur diese beiden Fragmente, die ihr hier sehen könnt, noch erhalten. Die hängen im Musée d'Orsay
in Paris und mehr kennen wir tatsächlich nicht mehr von diesem Gemälde. Genau, und das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe der Kunsträtsel rund um die Kunsthalle in Bremen gefallen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr alle Bilder bzw. Künstler erkannt habt und ob ihr daran Spaß hattet. Ich kann dazu gerne noch mehr Folgen machen und noch mehr Rätsel ausdenken. Und schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr beispielsweise über den Bremer Künstlerstreit und oder Max Liebermann oder auch die anderen Menschen und Bilder, um die es hier ging, noch mehr erfahren wollt. Dann kann ich dazu gerne noch mehr erzählen. Wie gesagt, in diesen Rätselvideos geht es eher darum, dass die Rätsel im Mittelpunkt stehen, deswegen erzähle ich nicht so viel drumherum. Ich mache aber sehr gerne noch Videos zu den einzelnen Themen, also schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was euch da interessiert. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!